Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 7.05.2024? Und ich hoffe, ihr saßt ja heute auch alle so auf dem Sessel. Denn von der aufgehenden Sonne wurde berichtet. Das heißt, es dürfte euch nicht geblendet haben, denn ihr habt bestimmt alle die Sonnenbrille aufgehabt und die Sonne etwas genossen. Unser DAX hat sich rübergeschoben über die 18.21. Das war für uns die Bedingung gewesen, um hier weiterzukommen. Wir hatten gesagt, abbrechen würde er das, wenn er unter 69 geht. Das wäre für mich ein Grund, um vorsichtig zu werden, weil ich dann erwartet hätte, dass er tiefer kommt. Das war aber nicht der Fall. Er ist über die 1,20 gegangen. Hat das auch eigentlich schön angezeigt. Auch mit den Hochs da nach 9:30 Uhr, nach 10 Uhr, so wie ich es betont hatte. Und hat sich jetzt auch schon an die 2,30, 2,60 dran gehangen. Das war jetzt hier die nächstbenannte Stelle. Und jetzt gilt es zum Dienstag eigentlich nur darum, hier zu vermeiden, dass das eine Verkeilung wird. Indem, warte, kriege ich das hier drauf? Wo ist hier das hoch? Da. Da drauf. Ja, die liegt jetzt hier so im Bereich, knapp über der 60. Ja, es ist so etwa, ja, sagen wir mal 2,70, ganz grob. Zwischen 2,60 und 2,70, da liegt jetzt die Trendlinienkante. Die, ich sag mal, wenn man es jetzt breit aufzieht, hier noch ein bisschen hässlich was ergeben könnte, indem der DAX dann von dort einfach hier runterjumpt, wieder zurück auf die 69 geht und sich von dort dann wieder stabilisiert, wieder nach oben kommt. Das wäre halt einfach ein bisschen, oh, noch ein bisschen weiter seitwärts zurecht gemorkler, was er einfach einspielen könnte, wenn ihm die Leute hier zu sehr auf den Zeiger gehen, weil sie alle long handeln. Aber ich glaube, so viele haben gar nicht long gehandelt. Da waren auch einige dabei, die hier den Markt short gesehen haben und auch gut reingegriffen haben. Muss ich jetzt zeigen, wie die Marktteilnehmer sich da aufgestellt sind. Wenn natürlich ihm jetzt genug Futter hingeworfen wird, dann holt er sich das noch und deswegen würde ich tatsächlich eher meinen Fokus darauf setzen, hier jetzt erstmal die 2,30, 2,60 noch zu sehen. Und wenn er die nicht hält, kann ich mir gut vorstellen, dass wir oben in die 3,25, 3,35 reingehen. Und wenn er auch dort durchmarschiert, dann ist wirklich hier ab 4,20 wieder die obere Zone drin. Was dann ja eigentlich schon fast eine der primären Hauptrücklaufzonen sind von dem Tief hier, ja, 4,20. Ja, und entweder kriegen wir von dort noch nochmal eine deutlichere Gegenwehr rein, das kann gut und gerne bis 2,60 zurückfedern, oder ergibt sich ein neues Allzeithoch noch im Mai. Ja, also, das wird für mich so ein bisschen wie die Entscheidungszone im Größeren, das wird ein bisschen Entscheidungszone im Kleineren hier, 2,60, 2,70. Das heißt, wenn er sich dort natürlich richtig blöd stellt und quer stellt und von 2,70 nach unten treibt, dann seid nicht zu aggressiv auf der Long-Seite. Na, kann wirklich sein, dass der sich dann echt bis hier runter auf 69 nochmal durchboxt und diese Verkeilung anspielt. Das sollte man einfach im Hinterkopf mit haben. Wenn er aus dem Bereich nach unten reagiert, wenn er dort aber nicht reagiert, würde ich dann nicht drauf hinshorten auf dieses Verkeilungsszenario, sondern wirklich nur, wenn er es anspielt. Und wenn er es nicht macht, dann wird er long gehandelt. Also dann drücke ich ihm auch wieder einen Long rein. Das ist mir scheißegal, ja. Also müssen ja unser Geld verdienen. Und da müssen wir einfach mit dem Markt handeln. Das, was der Markt uns anbietet. Nicht das, was wir wollen, nicht das, was wir denken, weil es in Nachrichten steht. Nicht das, was unsere Freunde, Kumpels oder Verwandten denken. Und auch nicht die Putzfrau oder die Oma. Sondern wir handeln das, was der Markt uns anbietet und das, was kommt. Und das wäre dementsprechend dann eben rein in die nächsten Bewegungszonen. 3,25, 3,35 kann man sich auf den Zettel schreiben. Die 4,20 ist auch super interessant da oben. Das wären die nächsten Anlaufstellen auf der Oberseite. Unten müsste er ja jetzt unter eine 100 wieder drunter fallen, um sich hier so ein bisschen umzudrehen. Ja, also 18,100 wäre quasi so, alles darüber wäre jetzt quasi nur ein kleiner Rücklauf. Das wäre okay. Unter 18,100 wäre schon so ein bisschen wie Vorsicht, zu tief. Ja, also geht er unter 18,100 zurück. Würde das für mich ein bisschen danach riechen, wie als würde man versuchen, hier diese Freitagsschlusskurse nochmal bei 18.000, 18.000 abzuklappern. Und im Zweifel könnte er dann, wenn er so tief runterkommt, auch gleich noch einen ganzen Meter mehr rutschen, 69 noch voll machen. Na, und dann ist schon die Verkeilungslinie wieder voll. Ja, und von daher 18.100 für mich so ein bisschen der Scheideweg. Aber ich glaube, das wird sich sogar fast hier oben schon entscheiden, ja, an der 2,30, 2,60. Entweder zieht er direkt da durch oder er gibt sich Mühe und reagiert die vielleicht wenigstens ein bisschen aus. Vielleicht kriegt man ja auch so eine 2,60, 1,90 gehandelt und er dreht sich von 1,90 wieder hoch,
geht dann über die 270, das wäre auch eine Long-Vorlage rein in die 335, 420. Also wir haben ja schöne breite Zonen hier wieder. Das sind eigentlich momentan, hat ein schönes Bewegungsbild, sollte man auch nutzen. Interessant auch wieder, dass momentan eigentlich sich viele vom Traden abwenden. Ja, wir hören auch viele, die gerade keine Zeit haben, jetzt wieder irgendwie mit der Arbeit mehr zu tun haben. Und schwupp fängt der DAX an, wieder ordentlicher zu laufen. Ja, das ist immer so. Wenn die Leute alle Zeit haben und den ganzen Tag vorm Computer sitzen, dann macht er die dusseligsten Manöver überhaupt, um die Leute alle ins Boxhorn zu jagen, dass sie alle so wütend sind und schnaubend auf der Couch sitzen, dass sie hier eine Kreditkarte nach der anderen ziehen, um hier nochmal Geld reinzuladen, um ihre Minusposition wieder reinzukriegen. Und dann boxt er die alle raus. Ja, dann stellt er sich so dusselig quer, dämlich an, dass er die wirklich alle gefoppt kriegt. Und kaum wenden sich die Leute von ihm ab, dann macht er wieder richtig schön seine Bahn und macht das schon fast wunderschön, könnte man sagen. Also in dem Sinne, ich lasse euch mit dem Bild hier alleine. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Wer Lust auf Seminar hat, ihr kennt die Show, hat die letzten Tage schon erzählt. Mail schreiben, kriegt ihr die Infos. Ich mache mich jetzt auch am Dienstag dann dran, die ganzen Mails jetzt noch runterzuarbeiten. Hat schon einer nachgefragt. Der hatte Ende letzte Woche sich gemeldet. Ich mache jetzt am Dienstag die ganzen Mails nochmal fertig. Dann haben wir wieder einmal Rundschnitt. Dann sind alle beantwortet. Wer bis dahin keine Antwort hat, sollte in den Spam-Ordner gucken. Und deswegen machen wir jetzt aus. Wir hören uns morgen wieder. Viel Erfolg. Tschüss.